Mahlzeit. Ich möchte euch mal wieder was vorstellen. Und zwar ist das hier mein Baum CBDT1, das Circuit Bending Development Tool. Mit diesem Gerät möchte ich auf Workshops, Veranstaltungen und Festivals den Beteiligten das Circuit Bending und das Lesen von Datenblättern ein bisschen näher bringen und zwar vereinfachen. Das ist einfach nur ein Lautstärkeregler. Hier haben wir einen Soundausgang, Spannungseingang für den Netzteil. Hier ist der Auslösebutton und hier ist ein Stopp- oder Reset-Button. Auf diesem Gerät sehen wir die Beschriftung, auf die ich gleich näher eingehen werde. Und diese Steckleiste. Das sind ganz viele kleine Steckkontakte, wobei ich hier unten durch diesen schwarzen Streifen einige von diesen Kontakten abgedeckt habe. Da werde ich aber später darauf eingehen, was das soll. Und hier unten ist eine kleine Indikatorlampe, die zeigt an, in welchem Status sich das Gerät befindet. Wenn sie aus ist, ist es aus und wenn sie blinkt, ist es an. So. So ein kleiner kompakter Kasten. Als Anfänger kann man da eigentlich nichts kaputt machen an dem Gerät. Ich habe mein Setup ein bisschen geändert jetzt hier. Der hier ist der kleine Kasten, den ich euch gerade vorgestellt habe. Und ich möchte jetzt gerne mal mein Setup ausprobieren, um euch zu zeigen, ob ich das hinkriege, euch das vernünftig nahezubringen, was ich hier fabriziert habe. Und dazu habe ich mir hier mein iPad. Über den Apple TV habe ich das synchronisiert und das ermöglicht mir halt kabellos. Ich kann mit dem iPad kann ich jetzt rumlaufen, jedem was zeigen und das wird dann groß am Bildschirm gezeigt. Das ist eine sehr schöne Sache. So, und zwar beinhaltet dieser Kasten, den wir uns gerade angeguckt haben, beinhaltet dieses Gerät hier. Das ist ein Sprachcomputer. Auf jeden Fall habe ich alles genommen, was hier drin ist, und habe es in diesen kleinen Kasten hier eingebaut. Hier oben haben wir einen Chip drauf abgebildet. Das ist der Hauptspeicherchip, wie er in diesen Geräten normalerweise vorkommt. Und zwar habe ich jeden einzelnen Pin entsprechend der Nummer, wie er dran steht. Das ist auch im Datenblatt so vermerkt. Darauf kommen wir später. Habe ich ihn belegt hier an der Seite. Hier sehen wir Pin 1 bis Pin 27. Meine Kamera kriegt das jetzt nicht scharf. Pin 28 habe ich abgedeckt. Der hier unten, der 1, entspricht diesem 1 hier. Ganz einfach. In diesem Fall ist 1 A15, aber da kommen wir gleich noch zu. So, welcher ist gesperrt? Gucken wir. 28 ist gesperrt. Warum habe ich den gesperrt? Das ist die Hauptstromversorgungsleitung von diesem Chip hier. Und die sollte man nicht unbedingt auf andere Pins einwirken lassen. Deswegen habe ich die vorsichtshalber mal gesperrt. Man kann es natürlich auch abmachen, abknibbeln und dann mit dieser Spannung rumprobieren. Aber das ist nicht empfohlen. Deswegen habe ich es mal da drauf geklebt. Da sehen wir zum Beispiel dieses Datenblatt, worüber ich gerade gesprochen habe. Hier ist dieser Chip nochmal abgebildet, damit man einen kleinen Einblick bekommen kann, wie das alles von innen funktioniert. Ist hier ein kleiner Aufbau des Chips abgebildet. Also da kann man sehr schön mal gucken, was passiert, wenn ich von da nach da probiere. Das ist eine sehr interessante Sache. Das ist ein ziemlich einfach zu handelndes Gerät. Und zwar brauchen wir nur zwei Sachen. Wir brauchen einmal hier eine Stromversorgung. Die einfach hier unten reinstecken. Und dann brauchen wir ein Audiokabel. Nachdem wir das hier angeschlossen haben, über diese zwei ganz einfachen Kabel, können wir über diese gelbe Taste hier das Gerät starten. Dann hören wir, was passiert. Hallo, wähle ein Programm. So, ist halt das, was er ausgeschaltet ist, halt das, was er normalerweise sagt. Jetzt können wir über diese kleinen Patchkabel hier. Das sind sehr kleine, feine Kabel. Die passen hier in diese Slots rein. Darüber können wir jetzt diese, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Na, auf jeden Fall. Können wir jetzt diese Kontakte überbrücken. Wir können direkt hören, was passiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, nehmen wir mal einfach 1, das ist A15, und überbrücken den auf irgendwo hin. Mal gucken, ob was passiert. Mal einfach mal irgendwo reinstecken, ne? Man kann ohne an dem Gerät nur auch rumgelötet zu haben, auch schon die Effekte erzeugen, die man normalerweise erst nach Öffnen des Gerätes und mühseliges Anlöten an die Beinchen erst herausfinden könnte. Und so kann man sehr schön hier einfach probieren, was schon
da möglich ist. Ich denke mal, das ist eine ganz schöne Übung in Verbindung mit diesen Datasheets oder Datenblättern, dass man das in Kombination üben kann. Das kann man natürlich noch ein bisschen verfeinern mit der Präsentation und mit dem Erklären, aber vom Grundsatz her ist das eine sehr interessante Sache für Anfänger und man hat sofort Ergebnisse. Beim ersten Stecken der Pins hast du ein Ergebnis und das ist schon gut. Und diese Sprachcomputer sind nicht teuer, die kosten von nichts bis, sagen wir mal, 10 Euro oder ungefähr. Findet man auf Trödelmärkten, bei eBay und so weiter und mit denen ist schon sehr viel möglich. Und die sind auch gerade für Anfänger sehr gut geeignet. Und das halte ich für ein ganz gutes Beispiel. So, bis zum nächsten Mal.